So, ich starte einfach mal die Aufnahme. Wir spielen heute das Metroidvania. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Es kommt ja aus Metroid und Castlevania, diese Kombination des Genres von EA Originals, was ein Setting hat im Bereich von Afrika. Ich habe da einen sehr emotionalen Pressetermin gehabt vor ein paar Wochen, wo der Creator des Games letztendlich darüber geredet hat, dass er das ganz viel verbindet mit dem Tagebuch von seinem Vater. Es geht so vom Setting aus so ein bisschen in die Richtung von Black Panther, also diese Welt eines futuristischen Afrikas. Und ich habe das bis jetzt nicht gespielt, obwohl ich es spielen konnte. Also ich kann es eigentlich schon seit über 2 Wochen spielen und habe es keine Sekunde gespielt, weil es soll halt auch eine emotionale Reise trotzdem sein. Und es soll auch gut sein. Gestern war das Embargo-Ende für die Tests. Heute ist das Embargo-Ende für Streams seit 18 Uhr. Und wir gucken es einfach rein. Es ist kein sehr langes Spiel, es kostet auch nur 17 €, glaube ich, auf manchen Marketplaces. Aber soll überzeugen. Ich bin mal gespannt. Dialogsprache können wir übrigens auch Kiswahili. Ich könnte jetzt nicht sagen, aus welchem Land, in welchem Land das gesprochen wird, einstellen. Wir lassen es aber auf Englisch. Textsprache bleibt Deutsch. Und wir setzen mal vor: Warnung vor dem Spielen lesen. Ein sehr kleiner Prozentsatz von Menschen kann epileptische Anfälle. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker dabei, wenn irgendwas ist. So, Tales of Kenzera Zau. Ein Titel, den ich vergessen werde, wieder einfach weil er sehr lang ist. Und danke Black Fox für ein Stufe 2 Sub. Wir spielen mit Controller am PC. Ich lasse einfach den Standard an. Das Bildschirmrütteln können wir ausmachen. Finde ich eh immer total nutzlos. Spiel gibt es für die Xbox, für die PlayStation und für den PC. Und ich glaube auf Instant Gaming, der Link kann abgerufen werden im Livestream. Im Video wird das in der Beschreibung geschrieben. Gibt es Keys für PC und für Xbox zurzeit? Oh, Benchmark-Test läuft, wenn ich das gewusst hätte. So, das ging aber schnell. Dies ist ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Unternehmen, Orte, Ereignisse, Schauplätze, kulturelle Referenzen. Und der Text ist viel zu lang, dass man ihn vorlesen könnte oder als Mensch lesen könnte, sind natürlich alle erfunden. In liebevoller Erinnerung an diejenigen, die unser Leben berührt haben. Dieses Spiel ist eine Hommage an ihren beständigen Geist. Every story begins at the end of another. Berry. Mama, I miss him, Ma. I miss him so much. I know. I miss him too. Maybe if you go to see him, pay your respects? No, I can't. I can't do that yet. Zuberi. Mama, I can't. Your Baba, he left this for you, for the days after. When Baba found out he was sick, the look on his face,
The anxiety, the fear, the anger, even a little confusion. But he had this sudden drive to write. He started this book. I think he wanted to make sure he had a good story to tell his son. What's it about? I don't know. But maybe it is for you to find out. Take your time, Zuberi. My story began at the end of a world I once knew. The shaman's path is one of healing, one of guiding. Yet, how does a shaman perform his duties when he is the one in need of healing? Of guiding? Baba. Help me, Baba. I need you, Baba. Kalunga, God of Death, hear my plea. Kalunga, God of Death, come to me. Kalunga, God of Death, guardian of the veil between the realm of the living and the dead. My name is Zao, Shaman of Amandla. And why, Zao, Shaman of Amandla, have you called me to the realm of the living? It is told that there are three great spirits who have denied you. And if a shaman can cross your veil, having shepherded these spirits with death in tow... Great favor by death, true wealth bestowed. I know the tale. And tell me, Kijana, what wealth is it that you seek? My Baba. A sickness plagued him. You have taken his soul, and I am here to reclaim it back. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. But those who fail... Kalunga's grace shall know. I know what is at stake. What do you, truly? All I see before me is a boy. A desperate boy with a desperate plea. I am a shaman. My father's son, wielding his masks, knowing his ways. I can do this, Kalunga. I know I can. Words carry little weight against the strength of action. But you have spirit. This much is true. We go east. Perhaps there you may prove to me you are worthy of such a task. I will show you my worthiness. Show you the grace of the moon. Wie häufig, sag ich mal, die Geschichte genutzt wird eigentlich, dass man aus dem Jenseits irgendjemanden retten will. In wie vielen Kulturen und Mythen das da immer wieder aufgearbeitet wird. Gott sei Dank habe ich zuletzt das Prince of Persia Spiel gespielt, das geht in die ähnliche Richtung.
Aber wird wahrscheinlich eine ganze Ecke größer sein als das hier. Also vom Zeitumfang, aber wir reden ja auch von einem ganz anderen Preis, ne? Bösartige und tödliche Geister durchstreifen das Land von Kencera. Nutze die Macht der Masken, um sie zu besiegen. Die Maske des Mondes zeichnet sich sowohl durch Angriffe aus großer Entfernung als auch durch Techniken der Gruppenkontrolle aus. Drücke X, um einen leichten Angriff auszuführen. Gegner mit gezielten leichten Angriffen. Ach so. Nein. Mask. I use the mask to channel my power. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow, a harmony soaked in virtuous intent. We should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. You are injured. You must heal. I am fine. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine. I will heal. Wenn du Gegnern Schaden zufügst, wird Zaum mit Energie belohnt. Drücke nach oben, um zu heilen. Heilung verbraucht Energie. Zaum kann auch Heilkugeln in der Welt finden, um Gesundheit wiederherzustellen. I have seen many spirits, but never so unsettled. You now walk with the presence of death by your side. And these spirits linger here, not ready to let go. You do them a service by performing your duties and giving them peace, Nganga. Ach, a sealed gate. No matter, there must be a key nearby. Bei solchen Spielen geht es ja immer darum, eigentlich über die Steuerung zu reden. Und die Steuerung geht bis jetzt sehr gut von der Hand. Aber ich werde trotzdem fluchen wie ein Weltmeister. Später. Und wahrscheinlich am Ende der Geschichte heulen wie ein Schlosshund. Die Maske der Sonne verleiht Zaul brutale Nahkampfangriffe. Drücke X, um leichte Angriffskombo auszuführen. Mask with no question a powerful history. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions. Your Baba taught you well. Not just a boy now, eh? Eh? Only time will tell. The sun. The moon. I must embrace the dance. Drücke Elbe, um zwischen den Masken hin und her zu schalten.
Vor allem, was direkt auffällt, ist halt, dass man ein bisschen weiter weg ist. Also bei Prince of Persia war es ja immer sehr nah am Charakter. Wenn du halt wirklich hier auch mal ein bisschen größere Perspektive hast. Nee, so ein bisschen weiter, ein bisschen mehr vom Areal siehst. Also so mein Gefühl gerade. Ulogy. It is the spiritual property that resides in everyone and everything. Through your resonance as a shaman, it can accentuate your inner power. When the time is right, use this energy. Adapt it to your will. Through Ulogy, Zao, you can become stronger and faster than ever. Ulogy ist eine Seelenenergie, die man durch das Besiegen von Gegnern und das Aufbringen von Ulogy-Kristallen erhält. Sammle Ulogy, um Schamanpunkte zu verdienen. Schamanpunkte können ausgegeben werden, um Zaos Fertigkeiten zu verbessern. Leander für ein Stufe 1 Sack. You move with a fury, Shaman. Fury and grace. The mask of the sun and the moon. Baba would say, the sun and moon never oppose one another. They labor for the same purpose. Never hold one over the other. It is a balance. Kama uhai na kifo. Das war ja zu erwarten. Floating Griot idol. Do you feel that too? That energy? I do. It is not a sense of apprehension or fear, only inspiration. It is calming. I want to go closer, but I'm not sure. Approach it, Zao. Awaken its energy. The boy stood before a being he was familiar with. Yet a stranger too. Finally, now to the gate. Achso, das war so ein Schamanenpunkt.
Drücke L und R, um einen Energieangriff auszuführen. Diese mächtige Angriffe kosten 2 Energiesegmente. Der Energieangriff der Maske des Mondes ist Mondstrahl. Ein verheerender Energiestrahl, der alle Gegner in seinem Weg auslöscht. Du kannst L in die Richtung des Strahls kontrollieren. Also mit linken Analogstick. Der Energieangriff der Maske der Sonne ist Supernova und verwandelt Zau in ein gewaltiges Inferno aus schamanistischem Feuer. Ionenwerfer! Danke, Nobby, für dein Prime-Sub. Zao, I have seen enough. I will journey with you, Shaman. This is the road to Ikakaramba, home to the great spirit of the sky. That is our first destination. The sooner I bring you the great spirit, the sooner you return my Baba to me, yes? This will not be easy, Shaman. Those before you have tried and failed. Then I will not. Come, we're making little progress standing around. Get to Ikakaramba. Get to the Great Spirit. Prolog Ende. Drücke X zum richtigen Zeitpunkt während des Aufladens, um Zaus Lichtladung sofort wieder aufzufüllen. Ach, das ist dann Nachladen. Wenn du während einer leichten Angriffskombo zum richtigen Zeitpunkt X drückst, wird der Schaden beim nächsten Schlag erhöht. Ach, dafür brauche ich dann schon 2 Punkte. Die unterschiedlichen Gegner, die unterschiedlichen Charaktere, die unterschiedlichen Orte. Wir haben ja schon gehört, wir haben 3 Geister, die wir sammeln sollen, dem Tod offenbaren und dementsprechend sollen wir unseren Vater zurückbekommen. Das ist der Plot. Ach, diese... So eine Karte, ja, 1 von 3 Echos gefunden in dem Bereich. Die werden hier wohl von der Karte so ähnlich arbeiten, wie man es halt kennt, von Orient and Blind Forest, von Prince of Persia jetzt zuletzt. Und alles andere. 4 Akte. Zau hat sich gegenüber Kalunga bewiesen. Jetzt, da sie sich einig waren, einander zu helfen, war die Richtung klar. Osten, um das Dorf Ikakaramba zu erreichen. Ich muss die ganze Zeit an Hakuna Matata denken. The girl has a lilting voice. Give her a moment. Let her finish her melody. I cannot wait. Hey, move please! Huh? I said move! So, wait! Splitter an der Decke. Nicht so gut.
step, another obstacle, another obstruction. The gates, the spirits, the girl, now this stupid bridge. I was not expecting that. What? A shaman to be bested by a bridge. It did not best me. It did. You are careless. Since we began, you have been so focused on reclaiming what you feel is yours that you disregard yourself, others, the very journey itself. What? That is not true. I am doing this for my Baba. Recklessly charging with abandon, scaring a little girl, endangering her life and yours? You do this for your Baba? You wish to walk this path? Do it with respect. That girl up by the bridge, she was calling to something in the sky. She may know of the great spirit we are seeking. Perhaps. But first, you must find a way to the surface. This symbol. Greatness. Greatness. Fools chase it, yet heroes are found by it. What is such a symbol doing here? I once saw my Baba paint the same symbol. It must be a way of the shaman, a challenge of some sort. Not every challenge needs a challenger. Let us continue our journey. We have much to do. No, you do not understand. Beyond there is a power. I can feel it, one that only we can use. All I have to do is get through it, prove my worthiness as a shaman. The choice as always is yours. If you believe you can, then you must, but be cautious. Dreck tot. Ach, wie ich Herausforderungen liebe. Neue Schmuckstücke gefunden, Angriffshaltung. So, was kann das? Der Schaden, der durch das Zusammenstoßen von Gegnern untereinander oder mit der Umgebung entsteht, wird erhöht. Also kann nur an der Werkbank ausgerüstet werden. I've seen this before. A shaman's trinket. See how delicate it is. Powerful too. Yes. You are lucky, Zhao. This power in the wrong hands would be disastrous. Today, it has found a hopeful host. You are a shaman of Kinzera. Use this power how the others would have wanted. For good. For greatness. Richtig, wenn ich die Köpfe von Gegnern aneinander schlage, sind sie jetzt schneller tot. Das ist das richtige Element für Größe. First weeks of the sickness, Zhao had never left his Baba's side. Did you really think that a bridge would best me? Yes, I did. Shows how much faith you have in me. Yes, it does. Ah, da ist eine Werkbank. Erhabener Geist, das Jonglieren mit Gegnern im Kampf erhöht die Menge der erhaltenen Energie. Man kann also immer ein Schmuckstück
ausrüsten. Tricksters corrupted by their lingering circumstance. They have abandoned their jesting nature for spite. Do not underestimate them, Zao. Also es ist schon sehr... Der Anspruch ist nicht so wie bei Prince of Persia am Anfang. Das kann man sagen. Das ist eigentlich der direkte Vergleich im Moment für mich im Kopf, weil ich das halt zuletzt gespielt habe. Und deshalb denke ich natürlich die ganze Zeit beim bei dem Art von Genre, selbe Richtung. Halte X gedrückt, um intensive Kraft aufzubauen und lasse dann X los, um ein brutales Sperrfeuer aus Lichtbögen zu machen. Erhöhe die maximale Anzahl von Lichtladungen auf 12. Das mache ich, weil da muss ich nicht nachdenken für. Ich habe einfach 12 Schuss. Yombos, pay them no caution. They do not seek to offend or harm. Truly, they are good people. Their only wish is to care. They rejuvenate and welcome others. They help. Danke, Grumbler, für dein Prime-Sub. Come, take a moment. A traveler must rest to know the ground has shifted. Ach so. Das Ding kannst du halt für die Schnellreise nutzen. Guter Start. That statue. It looks just like the sun and moon masks. Wenn du die Mondmaske trägst, halte LT gedrückt und benutze linken Analogstick zum Zielen. Drücke RT, um Bambas Stein zu werfen, der Gegner oder fließendes Wasser einfriert. Entschuldigung. Different. Hadithia Bamba. The tale tells us his legend. Long ago, the villages surrounding Ikakaramba were at the mercy of raging floods. It was Bamba, a young shaman, who would quell the water's rage. Bamba took a small stone, imbued it with the power of the moon, and threw the stone from the highland's peak when the waters were at their angriest. The force of his throw was so great, so fast, that it solidified the waters. It allowed the people to leave safely and migrate away from danger. Now, this shaman shrine means to imbue you with your predecessor's power, Bamba's stone. What is funny? Sorry,
Amber Stone? Is that really the name? These are the stories of your ancestors. He gave of himself, and the people here reveled in his sacrifices. I mean, for throwing a stone. He got a shrine for that. His experiences are embedded in the masks you carry. Use these teachings well. Verwende Obamas Stein auf rauschendes Wasser, um es vorübergehend einzufrieren, damit Zau über das Wasser laufen oder springen kann. Kann auch im Kampf eingesetzt werden, um Gegner vorübergehend zu einfrieren zu lassen. So. Ach so, damit ich zum Beispiel hier so hochkomme. Ah, Hilfe! Ich habe zu viel Zeit gelassen. Also der Stil ist schon cool. Das ist einfach, weil man dieses afrikanische Setting so selten hat in Games. Kununga, do all shamans get shrines? No. The actions of the Nganga dictate who does and who does not. Dann noch mal ran. Hier oben wird doch was versteckt sein. The waters around the boy fell and cascaded unto themselves with a will of their own. Waren wir ja dran. Finde einen Ausweg aus den Höhlen. Ja, jetzt kann ich das wieder zurück. Was man nie in einem Spiel machen sollte. Dieses wundervolle Backtracking.
My Baba will have a shrine, as will I. When I bring him back, they will tell our tale, our Hadithi. I will show you. Focus on the now, Zao. I am focusing. I know what to do. Return to the surface and seek out this Ikakarambangal. Guten Abend, Yaren im Chat, grüß dich. Ich denke mal, das letzte Echo ist irgendwo da rechts, aber komme ich ja nicht durch. Wahrscheinlich mit der späteren Fähigkeit. Ist das Game wie Ori? Es ist zum Beispiel... Also ja. Also es ist ein Metro... Es bringt mich nicht dazu, es wieder auszusprechen. Es gehört halt zum Genre. Aber halt in kürzer... Das merkt man ja da am Preis, ne? Das ist eigentlich ein 20-Euro-Titel. Aber bis jetzt ist es ganz cool gemacht. Und das afrikanische Setting ist halt auch mal was anderes, ne? Was man so sonst eigentlich hat. It is surprising to see an Ikakaramban. When the storms became violent, most had fled. Or was. What is the girl doing out here all alone? Who is she calling to? All questions for the girl to answer. Until then, you should be considering your apology to her. You frightened her, Zao. You owe her one at the very least. The Basenji's sorry lick is mightier than its proud bite. Okay, I get it. Ich glaube, beim Wertungskasten weltweit hängt es ein bisschen hinter Prince of Persia und das kann man auch nach der ersten Stunde schon bestätigen. Es ist halt einfach nicht so ein großes Spiel wie das letzte Prince of Persia. Vor allem der aktuelle Kampf ist halt noch sehr entspannt. Und ich glaube, ich habe nicht gesehen, dass es einen Schwierigkeitsgrad gab zum Einstellen. Ah doch, ausgewogen, herausfordernd. Sagen wir, ausgewogen ist bis jetzt eher entspannt für Leute, die sowas schon gespielt haben. Aber es geht wirklich gut von der Hand und das ist das Wichtigste bei sowas. Ich gewöhne mich zwar noch ein bisschen an die Steuerung, was man manchmal bei den doofen Sprüngen von mir sehen kann. Aber insgesamt macht die Figur immer das, was ich will. Such curious creatures. Young at heart. Such naive, perhaps. But they mean well. I do like them. Nice to have some creatures out here that are not trying to maim me. Flip.
Das muss der richtige Weg sein. Zu hoch gesprungen. Zu kurz gesprungen. Zu mittelmäßig gesprungen. Okay, was übersehe ich? Achso, ja, das macht Sinn. So kommst du da rüber. Verdammt! So ein dämlicher Sprung. Jetzt aber. Brauchen wir mal wieder einen neuen Controller. Ich habe die RT-Taste an dem kaputt gemacht. Wobei auch immer. This requires an energy that you do not yet possess. Deswegen sind die Save Points hier nicht so beschissen wie bei Prince of Persia. Da hat man teilweise echt gedacht, what the fuck, ey. Baba went fishing. Ich bin trotzdem überrascht, wie gut mir das im Moment von der Hand geht. Ich bin. It meant trouble. Boat breakers. Boat breakers. Boat breakers. Auch wenn ich natürlich Fehler mache. Prince of Persia hat mich gewandelt. Hier kommen wir noch nicht lang. Da sind ja auch eigentlich immer ganz coole Spiele, aber es kommen halt so selten welche. I do. But tell me of your mama. Who was she? We should stay focused. Keep looking for the Ikakaramban girl. Moment. This was his duty, his purpose, to heal those wandering souls so malformed by their own devastation. Ich habe heute so Muskelkater eigentlich vom Sport am Sonntag. War es Sonntag? Ja, Sonntag war ich beim Sport. Nach Monaten mal wieder.
Weißt du, welche Anzeige mir fehlt? Ich glaube, du kannst nur einmal dieses in der Luft schlittern machen. Das irritiert manchmal. Weil ich glaube, es steht nirgendwo, ob du das gerade machen kannst. So, look. There she is. Hey! Ujambo! For little legs, you run fast, eh? Listen, I wish to apologize. I should... Hey! No, wait! Wait! Why is she running? Why did you say she had little legs? Weil ich's kann? We should be focusing on the Great Spirit. Remember, Zao. A clever fennec can catch two hares. What? The girl is bringing us closer to Ikakaramba. Right. Do you come up with these sayings yourself? Kann einfach den Weg gehen. Ist das der Hauptweg oder ein Separatweg? Separat. Nee, das ist der Haupt. Wir aber natürlich den Separatweg auch gehen. Look, I just want to say I am sorry. Wie ist ihn darüber gesprungen? Ach. Storyfehler sind schon okay. No way. How did she get past here? Ha. Maybe she flew. Ach, Gwenda. Ich stelle die richtigen Fragen. You are more than welcome to take over. The winged creatures locked in the sky, suspended in the air, their piercing gaze fixed upon the prize. Everything so dangerous. The girl appears non-threatening. So does a leopard from far away. What?
was trying to do one of your sayings. I do not understand. Fine, fine. Und kann das bleiben, was gerade eingestellt ist. Wieder ein Zeichen der Größe, weil hier irgendwo eine Kraft ist. Ja. Das war jetzt mein Fehler. Oh, es reicht trotzdem. Okay. Alles noch easy. Wie gesagt, Prince of Persia, da haben mich die Herausforderungen einfach gebrochen innerlich. Da ist das bisschen Timing-Gespringe ja noch in Ordnung. Vertraue ich denn nicht daran, dass der hoch genug springt? Das war okay. Durchkommen zählt. Impressed? A little. Du bist auch nur 10-mal gestorben. Stop now! This is not funny! God! She is fast.
Leichter Combo, Angriffskombo mit weiterer Starkanzuge. Wenn du in der Luft bist, halte L nach unten, also linker Analogstick und Y-Drück, um auf den Boden zu krachen. Schaden zu verursachen. Nur gespannt, wie lange man wirklich braucht für einmal durchspielen. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass das an einem Abend geht. Was ja nicht schlimm ist. Also 100% werden wir wahrscheinlich nicht schaffen an einem Abend. Es gibt immer Schlimmeres. Vor allem finde ich das Spiel nicht schlimm. Deshalb ist es sowieso nicht schlimm, das Spiel zu spielen. A great baobab tree of Kenzera. Shamans would often rest in the hollow, meditating, considering life, death and all between. Und über Muskelkater. You are a shaman now, Zao. Perhaps such an act would yield a benefit. To take a moment of respite. Of reflection. Maybe. Maybe. Smiling. My father would take me to the same baobab trees to meditate. And I would hate it. Every time you would go, he insisted it was good. When you are older, you will remember this, you know. Or when I am gone, you'll remember how annoying you are at these moments. And you will feel sorry for me, and you will laugh. Was right. Ja, Militär hat meine Gesundheit erhöht. Hilfe. So, jetzt das Mädchen wieder verfolgen. Der Prinz sieht verändert aus. Nee, ich war letzte Woche beim Friseur. Jetzt sagen müssen, der Prinz sah anders aus. Es ist natürlich nicht so gut gelaufen, dass Ubisoft, sag ich mal, ein Spiel ankündigt, was so ähnlich ist wie ein Spiel, was EA Originals dann rausbringt, kurz danach. Aber so ist das manchmal. Ah ne, ich lass das drin. A clever fennec can catch two hairs. The lift to Ikakaramba. Ikaramba. Do you sense that?
Ich hab's gehört und direkt falsch ausgesprochen. Das ist Leistung. Yes. The lift is incensed with spiritual energy. Those who are fleeing must have been trapped. Hmm. Make your preparations, Shaman. This will not be easy. Be ready, Zao. Ich bin immer bereit. Für dein... Ups. Für dein Sub. Was? Da ist dann der Save Point? Okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil. Des Schilds, auch wenn es erklärt wird, hat wohl Einfluss darauf, welche Schadensart am besten ist gegen den Gegner gerade. Hört ich mal nicht, die Energie verbraucht. Für den Spezialangriff. Es sieht jetzt gerade nur ein bisschen aggressiver und anstrengender aus, weil ich schlecht vorbereitet war. Why did they deny you? They all have their reasons. So also, es ist immer noch so, dass Prince of Persia im Kampf ein bisschen anspruchsvoller war. Denial is a path that winds without end. Yet the path to its destination, it cannot bend. Das war jetzt gerade einfach Zufall, dass Pyrologe in dem Zeitpunkt hier reingekommen ist und da meint, oh, sieht ja aus wie Souls-like Prince. Also bis zu dem Zeitpunkt war Kampf eigentlich immer sehr okay.
süßes Vieh. Aber ein bisschen dumm. Are you okay? Me? Never better. But the way you took that Rojo out was amazing! So brave! That spirit went rah! And you went back, bing, boom! With the masks and dancing and jumping! Well, you are safe now. So no need to be scared of it anymore. Or me. You? Who is scared of you? Because I ran. I thought we were playing a game. A game? We leapt over pits of spikes, sweated over stone blocks, encountered boat breakers for a game? Well, I am Zhao, shaman of Amandla, and I wish to apologize to you for running recklessly over the bridge. I was careless. Oh, thank you. Thinking of it, that was a bit scary. My name is Liana. Liana, I seek the great spirit of the sky. You mean Impundulu? Yes. Do you know her? Yes. We would always play and laugh together. But then, things started changing. A storm grew and grew, and Impundulu was not the same anymore. No laughing, no playing. She went to the skies. The storms never stopped. Then everyone was gone. I stayed for Impundulu to make sure she was okay. But when I call her, she does not answer. That was who you were calling to on the bridge. Yes, I call and call and call, and never an answer. She only stays within the skies. If we can just play again, me and her, then it will be okay. Liana, we need to stop these storms. For us to do so, we must get closer to the skies. Do you know how we can do that? Closer? I do, but the storms are... Now that is scary. The only way to reach the skies is through the waterworks, the highest point of Ikakaramba. But it has been locked since the village was abandoned. And the keys are deep within the mines, so I do not know. Eliana, I know you are brave. I can see it. How about we go together? First to the mines. Jetzt zieh das Kind doch nicht da rein. Really? You will really help us, Zhao? I will do my best. Yes! Thank you! Maybe then Impundulu can play with me again. Thank you! I will see you by the entrance to the mines. Guter Zeitpunkt für einen Folgenbreak.